Ja, Momo Leute, euer Seo hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Outer Worlds. Wir wollen heute das erste Mal in Edgewater reingehen und da alles Mögliche klauen, was wir auch nur finden können. Und vielleicht noch ein paar Leute abmurksen, mal gucken. Wir gucken, was da passiert. Bin auf jeden Fall schon ganz gespannt. Was werde ich alles noch machen? Oh, ich liebe so Welten, wo man einfach die Entscheidung hat. Der ist nicht gut. Naja. Ich habe nur gerade etwas gesehen, was mir nicht gefällt. Frame-Einbrüche irgendwo in den letzten Folgen. Naja. Passiert. So, das ist Edgewater. Sieht nicht so futuristisch aus, wie man denkt. Der Pflasterstein ist recht futuristisch, ja. Aber hier liegt ziemlich viel Dreck rum. Na, kommt mich eine Katze besuchen. Konzernwache. Got my sights on you. Merke ich schon. Da kann ich also nicht rein. Ich verstehe auch nicht den Zweck von solchen Bauten. Es reicht doch, wenn man irgendwelche Metallkanister hinsteckt und alles gut. Wieso müssen diese Formen haben und alles? Wonder if the plague's ever gonna pass. Just keep working. Work fortifies the spirit. Okay. Wieso ist Trinken so teuer? Ich hoffe, ich kann noch ein bisschen Trinken klauen. Wir hatten doch schon so eine Pille, ne? Da Wassertabletten. Einfach Luft hinzufügen. Jetzt auch mit Kohlensäure erhältlich. Benutz mal ein. Oh, ich hatte nur einen. Ich bin nicht mehr durstig. Nice. Holy shit. Okay, das war Verschwendung. Die geben wirklich viel, viel Wasser. Gucken, ob wir hier ein bisschen Wasser klauen können. Hallo. Taste the freedom. Tschüss. Erst klauen, dann fragen. Hier ist ein Klo. Kriege ich hier Wasser raus? Das wäre die einfachste Methode, ne? Ja. Wäre ja auch zu einfach gewesen. Jemand hier? Irgendjemand da drin? Oh, meins. Skin Tough Salbe. Falls es nicht alles gibt. Ja gut, okay. Ich habe eigentlich mit Wasser gerechnet. In einer Bar. Part that said we ain't making our quotas. If only McDevitt's folk hadn't abandoned us, Cannery could use those extra hands. Nothing we can do about that. Sure there is. We can have another zero G. Betäubungsschlagstock hat sie da am Start. Alles klar. Aus der Kasse kann ich nichts klauen. Ich finde schön, dass ich hier rumlaufen kann. Und das L-Lager. Aber hier kann ich leider nichts klauen. Schade eigentlich. Trinken. Zero G Brew. Ist hier jemand in der Nähe? Nein, gut. Dann wird hier alles geklaut. Noch mehr Bits. Ja, ich werde noch reich. Ich weiß nicht, warum man nicht klauen sollte in einem Gebäude, wo einfach niemand ist. Natürlich klaue ich da alles. Irgendwann, Überbrückungskontakt, nice. Irgendwann werde ich damit auf die Schnauze fallen. Davon könnt ihr auf jeden Fall ausgehen. Irgendwann werde ich nicht darauf achten, dass jemand in der Nähe ist oder jemand geht zufällig durch die Tür und dann bin ich am Arsch. Davon könnt ihr ausgehen. Ist hier jemand drin? Wenn ich schon mal davon rede? Nein? Okay. Dann nicht. Aha. Bitmodul. Wer stellt denn sowas auf den Tisch? Leichte Pistole. Es ist so, als ob ich mein Geld auf den Stubentisch lege und sage, hey, bitte klau mal. Habe ich gemacht. Also ich habe geklaut. Ich bin der Bitte nachgegangen.
Nur zur Not, falls man mich hier oben sieht. Schade, da komme ich nicht hin. Huh. Ey, das muss ich nicht mehr klauen. Ist auch ein Müller immer. Wer tut sowas in den Müll? Okay, Gebäude ist auseinandergenommen. Zeit, sich mit den Leuten zu unterhalten. Spacer's Choice takes care of its own. We don't get a lot of visitors. Jetzt schon. Never seen you here before. You a visitor? Welcome. On behalf of the Spacer's Choice family, let me welcome you to where am I again? Der ist vollkommen besoffen. Du bist betrunken. What? No, I'm Winslow. Lester Winslow. Says so right on my permanent record. Was du nicht sagst. Solltest du nicht arbeiten? I am in no condition to do any work. Not so long as my injuries trouble me. Du hast eine Verletzung? Yep. Got my mitt stuck in a rotor wheel. Shredded my wrist up real good. Conrad went and sewed up my hand, but I couldn't do much about the pain. Boss was real generous to me, though. Got myself a 5% discount on Zero G Brew. After the second bottle, the only pain I feel is emotional. 5%? Ja, gut. Muss auch bezahlt werden. Klingt fast so, als bräuchtest du einen Chirurgen. Hey, Conrad's a surgeon. Well, he's a barber. That's like surgery, but for your hair. Tja, dann lass ich dir mal zufrieden. Wir haben hier auf jeden Fall einen Friseur. Du. I don't know you. Ich bin ja auch neu. Alex Hoffron, Captain der Unreliable. Aha. The Unreliable, you say? Never heard of any company supply ship with that particular name. I don't know what you're about, but this here's a Spacer's Choice drinking establishment. We're all loyal, hardworking company folk here. Dann servierst du mir also kein Getränk. Wahrnehmung geht hier etwas vor sich, von dem ich wissen sollte. Charisma. Und was für ein herrliches Lokal es ist. Wahrnehmung. Geht hier etwas vor, von dem ich wissen sollte? Am I that easy to read? Yeah, we've been having some problems lately. Loyalty issues, lines in the sand. I know where folk in Edgewater stand. But you, I don't know you. If you're gonna have a drink, I'd like to ask that you do it within the premises. Can't have you taking drinks over to those deserters. Was hat es mit diesen Deserteuren auf sich? Traitors. The lot of them. Bunch of folks decided they were tired of working and went out into the wilds to fend for their own selves. Town's already struggling to make quotas, even without that band of slackwits abandoning their posts. Bunch of lazy, shiftless rung leeches. Anyway, enough about them. What can I do for you? Ich hätte gerne ein Gläschen. Ich will mit Reed reden. Wo finde ich ihn? Ich wollte nur ein wenig plaudern. Ich wollte mit Reed reden. Wo finde ich ihn? Do you now? And what makes you think Mr. Thompson wants to talk to you? He's a busy man. You want to talk to Mr. Thompson? Try ignoring your duties. He'll summon you up to that great big tower atop the cannery, and you'll get yourself a proper dressing down. Ich arbeite aber nicht. Das klingt bei dir, als wäre es etwas Gutes. It is a good thing. If you're not pulling your weight, you don't deserve to live here. Simple as that. Also recht. Go ahead. Oh, Gesprächsverlauf, cool. Was wäre, wenn ich dir erzähle, dass ich von einem verrückten Wissenschaftler in den Weltraum geschossen wurde? Ugh, is this the start of a joke? If you want me to laugh at your jokes, it's a 3-drink minimum. Frauen. Ich wünschte, es wäre ein Witz. Ehrlich, ich weiß doch nicht mal, wo ich bin. Most folk forget where they're standing after a few drinks. Seems to me you've got a head start. Anyhow, whatever happens outside the walls is not my business.
Only deserters and marauders wander out there, and I cannot tell you which I revile more. My world is these four walls, that door, and a row of mugs that need cleaning. Tolles Leben. Es klingt fast so, als hättest du Angst rauszugehen. Let me make something clear. Spacer's choice has been real good to me. The town's been real good to me. I start gallivanting around outside the walls, poking around in places I shouldn't be, learning things I've got no right to know. People will talk. Won't ever catch me asking about the world outside. Else the town's gonna say Amelia's gone soft. That Amelia's pondering desertion. I don't want that. Ja, wieder so viel um Deserteure hier, ja. Du wirst vermutlich die Stadt verlassen wegen der Seuche und so. Keep it down, will you? We don't talk about the PLAYGE. Not here. And if you're smart, you won't mention it anywhere. I've said enough. People come here to drink their problems away. If they wanted to face their problems, they'd go see our vicar. Okay. Hey, erzähl mal deine Geschichte. I don't see how that's any of your business. Überzeugen 21. Na gut, ich komme wieder. Will there be anything else? Wir sehen uns wieder, Mädel, und dann erfahre ich deine Geschichte. So, was gibt's hier noch? Das war also der Pub. Wo kann ich doch Sachen klauen? Esther Blaine. Somebody's been running around town raving about a colony ship. Plague must have gone into their brain matter. Was tust du hier? Oh, I'm an actuary. That means I keep tabs on a worker's living expenses. How much it costs to feed, clothe, shelter, bury, and replace your average human worker. Technically, I'm employed by the Spacer's Choice Department of Human Resources. Dann viel Spaß. Wir müssen da hinten noch hin, ne? Obwohl, hier haben wir doch... Yes, Mr. Thompson. I'm fine, Mr. Thompson. Never... Okay, aber Neffy, den knöpfen wir uns zum Schluss vor. Auf den habe ich jetzt schon keinen Bock mehr. Der führt Selbstgespräche. Wish we had some better rations. Just the way it goes, I suppose. Das ist ein Dilemma? Hm. 72 Meter kaum, kümmern wir uns jetzt um ihn. Obwohl, wir gehen erstmal darüber. Das könnte nämlich ein schwieriger Fall werden, der Dude. So, der Barbier. Hallo? Bist du ein Roboter? Du wirkst so. Ich schaue mich hier nur mal kurz um, ne? Oh. Brief von Phyllis. Conrad. Rezeptionist hat sich erschossen. Das ist schlecht. Die Firma muss das so sehen, wie es ist. Zerstörung von Space Choice Firmeneigentum. Eugen war ein Aktivposten und irgendwer muss seine Leichengebühr zahlen. Das würde uns ruinieren, also dachte ich, wir verkaufen seine Zähne. Eugen hat einen kompletten Satz Goldzähne. Familienerbstücke oder so. Wer hat denn... Zähne als Familienerbstücke. Alter. Das würde uns, also, du kümmerst dich um den Leichnam, oder? Nimm dir etwas Zeit und hol sie da raus. Wir verhökern die Zähne still und heimlich, zahlen mit den Bits die Leichengebühr und niemand muss das erfahren. Was sagst du dazu? Schreib nicht zurück, rede am besten gar nicht mit mir. Gib mir einfach ein geheimes Zeichen, wenn du mich das nächste Mal siehst. Wackle mit den Augenbrauen. Phyllis G. Auftrag aktualisiert. Bist du der Typ, den ich umgebracht habe? Keine Ahnung, aber dein Zeug gehört jetzt mir. Du brauchst es offensichtlich nicht mehr. Pseudo-Apfelsaft. Ich dachte, hier wäre eine Treppe, das war eine Pfütze. Lol. So, da bin ich wieder, um die Schulden einzutreiben. Die kriege ich leider nicht.
Den brauchte ich. Please don't touch anything. Your hands are probably crawling with germs. Physical hygiene recapitulates moral hygiene. Cleanliness is next to lawfulness. Ich mag dich jetzt schon nicht. Du kannst gerne meine Hände vom Nahen sehen. No, thank you. That's quite all right. I've seen enough body parts in my line of work. I'm Conrad. You will report to me if your hair fails to meet Spacer's Choice aesthetic standards. You will also report to me in the event of your death, whereupon I will clean and prepare your remains for interment. Ein Bestattungsfriseur. Alles klar. Erstmal deine Schulden. Ah, gravesite fees. Silas and I had talked about this at length. I thought I'd made it clear my pecuniary situation precludes the necessary restitutions. Das heißt, du bist pleite. As broke as pie crust, friend. Bitless, indigent, destitute. I simply cannot afford it. I am a blemish on the prosperity of our fair settlement. When I expire, I expect Silas to toss my body into a ditch. Was für ein Auftritt, Konrad. Du solltest Schauspieler werden. Thank you, no. I despise the serials. Tell Silas I can't afford to pay. And that I fully expect to have my medical rights revoked for this dereliction. With my apologies. Augenblick. Behandlungsrechte? Some time ago, I fell ill with the plague. By the grace of the law, and through my own hard work, I'd proven worthy of treatment. Frankly, I don't imagine I'll earn that right a second time. The barber work hasn't been profitable, you see. I've had to keep this old place running with my own savings. Mensch, stell einen Schuldschein aus? Nein, ich will nicht auf die Goldzähne ansprechen. Überladen. Solange du überladen bist, kannst du weder sprinten noch schnell reisen. Um deine Traglast zu reduzieren, kannst du Gegenstände verkaufen, fallen lassen oder zerlegen. Ja, gut, ja, ist gut. Hunger! Wir wissen alle, was Hunger bedeutet. What can I do for you? Ich weiß über Eugen Bescheid. Warum verwendest du nicht deine Zähne als Pfand für die Grabgebühr, oder Medizin? Du klingst, als hättest du Ahnung von der Materie. Mit Medizin kenne ich mich auch ein wenig aus. Nee, wir zeigen ihm mal, obwohl, er ist viel zu nett. Aber Medizin ist auch nett. Überzeugen wir ihn. You know about Eugene? How? Das geht dich nichts an. You probably heard it from one of our local gossip mongers. Eugene's golden teeth were a family heirloom, representing three generations of poor dental hygiene. He took them to his grave. Ein paar Bits sind die doch bestimmt wert. More than a few. Those teeth were his personal savings. I can't ask Silas to dig up a man's body and pry a few teeth loose from his jaw just to pay my bills. Can I? Das ist mir egal. Ich bin nur hier, um deine Schulden einzutreiben. Here you are. Graveside papers affixed with my signature and an IOU. Ich will das Geld. What can I do for you? Das Geld. Oh? Am I in the company of a fellow doctor? Dafür muss man den Begriff Arzt schon etwas weiter fassen. I am a Spacer's Choice certified surgeon. And if you must know, I can stitch a severed thumb with a 58% chance of avoiding gangrene. Glückwunsch. Ich will mein Schiff reparieren. A ship? Dear me. You seem to have lost the ability to distinguish between reality and fantasy. This is what happens when you let your imagination run wild. I don't approve of fantasizing. It's a dreadful habit, corrosive to the mental faculties. You ought to let the vicar take a look inside your head.
Der Vicar? Vicar Maximilian. Our man from the OSI. Here to spread the message of scientism, like a soothing balm upon a feverish head. Or so you'd expect. You'll find him in our local church. Probably neglecting his duties. Na gut. Er scheint ihn ja nicht sonderlich zu mögen. He doesn't seem to like us much. The vicar has not been with us long, and in his relatively short tenure in Edgewater, gives off the distinct whiff of superiority. Na gut, hau rein. Schuldschein. Pff. Nicht mal meine Friese kann er machen. Ich merke, dass ich überladen bin. Also ich werde zwischen den Folgen einmal kurz runtergehen und meine Sachen verwerten, glaube ich. So. Was haben wir denn hier? Untersuchen. Gesucht. Bertie Cotton. Von der Abteilung für Ruhestand, Terminierung und Rückführung von Space Choice. Ein Vollstreckungsbefehl für Bert Cotton mit sofortiger Wirkung. Ehemaliger Vicar. Stationiert in der Pfarrerei von Edgewater. Vicars Amt vom Orden des wissenschaftlichen Diskurses. Diözese Halcyon aberkannt. Flüchtling und als gefährlich eingestuft. Gesucht wegen Zerstörung von Konzerneigentum. Mord an unbescholtenen Konzertangestellten. Aufrührertum und nicht autorisierter Verwendung medizinischer Vorräte. Großzügige Prämie. Bezahlung bei Ablieferung. Unterschrift mit eigenen Namen erforderlich. Okay. Gesucht. Gullimon Artrim. Gesucht wegen Zerstörung und Konzerteigentum. Mord. Das ist genau dasselbe. Großzügige Prämie. Wird immer dasselbe stehen. Doc Mabel. Bertie Cotton. Gully irgendwas. Das werde ich mir niemals merken. Versuche mein Bestes. Gibt es hier irgendwo eine Werkstatt, wo ich mein Zeug hier loswerden kann? Das sieht doch gut aus. Werkbank. So, wir haben leichtes Sturmgewehr. Ah, die hier haben wir ausgerüstet, ne? Das heißt, wir haben zweimal leichtes Sturmgewehr. Das heißt, wenn wir den hier wegnehmen und den rauf tun, sparen wir wieder eine Menge. Was bist du? Einschlaghammer. Zu Boden werfen. 142. Zweihand. Packen wir dich erstmal rein. Wobei eigentlich eine Einhandwaffe besser ist, aber zu Boden werfen ist schon gut. 85 Schaden. Ist auf jeden Fall ziemlich viel Schaden. Schwere Munition und leichte Munition, alles klar. Gut. Das wäre damit auch geregelt. So können wir unsere Sachen wenigstens mal loswerden hier. Nein. Wir zerlegen. So, jetzt können wir jederzeit reparieren. Wir haben genug Waffenteile. Wo sehe ich die überhaupt? Naja. Ist ja auch egal. Hallo! Wer bist du? Hä? Du bist also Herr. Hallo, Herr. Gibt's irgendwas zu klauen bei Herr? Terminal. Spacer's Choice. Es ist vielleicht nicht das Beste, aber das Beste, was du bekommen kannst. Spacer's Choice. Das werden wir mal morgen angucken. Gibt's hier irgendwas zu klauen? Sieht nicht so aus, ne? Aha! Abstellräume sind immer pures Gold. Hier liegt ziemlich viel Essen, das ich nicht mitnehmen kann. Das ist traurig. So, ist hier jemand? Schnell alles klauen. Alles wird geklaut. Energiezellen. Oh. Alles meins. Ja. Haha.
Noch ein Terminal. Das ist sogar offen. Gut, Freunde, aber ich würde sagen, an dieser Stelle verabschieden wir uns für heute und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Oh, ein schöner Revolver, das gefällt mir. Und dann knacken wir dieses Terminal. Haut rein, euer Zero. Tschüss.